Ein ganz heikles Thema für die Schüler. Dürfen die Lehrer eine Handybenutzung verbieten, beziehungsweise dürfen die Lehrer den Schülern das Handy wegnehmen? Grundsätzlich kann eine Handybenutzung verboten werden. Das regeln die einzelnen Schulordnungen, das ist Ländersache. Die Lehrer dürfen jedoch den Schülern nicht verbieten, grundsätzlich ein Handy bei sich zu führen, denn das ist im Persönlichkeitsrecht der Schüler geschützt. Die können bei sich haben, was sie wollen. Sie dürfen halt nur dann das Handy nicht benutzen, wenn die Lehrer das verbieten. Übrigens, wenn die Schüler Handys während einer Klassenarbeit benutzen, gibt es schon gefestigte Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, dass dies als Täuschungsversuch ausgelegt werden kann. Die nächste Frage ist, wenn die Lehrer den Schülern das Handy wegnehmen, wie lange dürfen die Lehrer das Handy behalten? Hier gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ich sehe es schon als äußerst kritisch an, ob die Lehrer überhaupt den Schülern das Handy wegnehmen dürfen. Manche Schulordnungen erlauben das. Hier ist das in Bezug zu setzen zum Grundgesetz und hier gilt nochmal Artikel 14 der Eigentumsschutz. Wenn jedoch die Lehrer den Schülern das Handy wegnehmen, dann darf das wirklich nur sein, wenn sie vorher ein Verbot ausgesprochen haben und die Schüler dann trotz des Verbotes das Handy weiter benutzt haben. Dann ist meines Erachtens das Handy allerdings auch am selben Tag noch vor Schulschluss zurückzugeben. Ansonsten liegt hier wieder ein Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vor. Auch eine Frage, die häufiger auftaucht, dürfen Schüler eigentlich Fotos machen oder Videos von ihren Lehrern? Nein, verstößt dann gegen die Persönlichkeitsrechte der Lehrer nur mit Einverständnis. Also ein ganz vages Thema, wo beide Seiten mit viel Fingerspitzengefühl und Verständnis aufeinander zugehen sollten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben.